Hallo Wilma, komm mal raus aus deinem Schneckenhaus. Ich bin wieder da. Hallo Freddy, warum störst du mich? Ich hab grad so schön geträumt. Oh, entschuldige, das wollte ich nicht. Was hast du denn geträumt? Es war wunderschön. Ich bin mit einem Heißluftballon über Leutershausen geflogen. Über die Wolken, ganz weit hinauf in den Himmel. Alles war ganz winzig klein. Die Menschen, die Häuser, die Autos und der Stadtweiher. Da kenne ich mich auch aus. Ich bin letztes Jahr auch einmal geflogen. Mit einem richtig großen Flugzeug. Von oben, da sieht die Welt echt winzig aus. Aber ich hatte auch immer ein bisschen Angst. So ganz weit oben. Was ist, wenn das Flugzeug runterfällt? Weißt du, wenn es gewackelt hat, da habe ich immer gebetet, dass nichts passiert. Das hat Jesus bestimmt gehört. Du warst ja ganz schön weit oben, im Himmel. Wilma, Jesus hört mich überall. Auf dem Boden und in der Luft. Halt da, wo ich gerade bin. Das ist ja voll gut, dass Jesus mich immer hört, egal wo ich bin. Aber kannst du mir sagen, warum man dann sagt, Jesus ist im Himmel? Kannst du mir das erklären? Du, da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber ich weiß, wer dir da helfen kann. Hallo, ich bin die Lara. Viele von euch kennen mich ja auch schon vom Kindergottesdienst und ich darf euch heute eine Geschichte vorlesen. Ihr wisst ja, vor einigen Wochen war Ostern und an Ostern gab es nicht nur die Osternester, sondern Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und dann hat er mit den Menschen noch zusammen gelebt, genau 40 Tage. Und da wollen wir jetzt mal hören, was danach passiert ist. Nach Ostern ist Jesus immer wieder zu seinen Freunden gekommen, hat mit ihnen geredet und gegessen. Da waren seine Freunde sehr froh. Das war eine schöne Zeit. Heute hören wir, wie Jesus seinen Freunden sagt, dass er nach Hause zu Gott gehen wird. Jesus geht mit seinen Freunden auf den Ölberg. Oben auf dem Berg sagt Jesus zu seinen Freunden: Ich gehe wieder in mein Zuhause im Himmel, zurück zu Gott, zu meinem Vater. Die Freunde wollen das gar nicht hören, dass Jesus sie verlassen will. Sie sind sehr traurig. Sie möchten, dass Jesus bei ihnen bleibt. Jesus tröstet sie. Er sagt: Ich gehe jetzt zu Gott, aber ich bin immer bei euch. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Der gibt euch Kraft und Mut. Geht in die ganze Welt und erzählt allen Menschen von mir. Als Jesus das sagt, kommt eine Wolke und hüllt ihn ganz ein. Die Freunde schauen hinauf in die Wolken, aber sie können Jesus nicht mehr sehen. Wo ist er jetzt? Sie verstehen gar nicht, was gerade geschehen ist. Plötzlich sind da 2 Engel. Sie sagen: Warum steht ihr hier und schaut nach oben? Jesus ist jetzt bei Gott, seinem Vater im Himmel. Aber freut euch, er wird wiederkommen. Tut, was er euch gesagt hat. Da haben die Freunde wieder Mut. Sie steigen den Berg hinunter und gehen nach Jerusalem zurück. Die Freunde halten gut zusammen. Sie helfen einander, essen gemeinsam und erzählen sich die Geschichten, die sie mit Jesus erlebt haben. Sie machen auch etwas Neues. Sie beten gemeinsam zu Jesus. Das gibt ihnen Kraft. Wenn sie beten, spüren sie, dass Jesus bei ihnen ist. Sie spüren auch, dass Gott sie alle sehr lieb hat. In der Geschichte haben wir jetzt gehört, dass Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist. Und die Jünger, die haben sich dann ganz einsam und verlassen gefühlt. Und sie hatten einfach niemanden mehr, mit dem sie reden können. Und dann kam ein Engel und sagt: Ihr könnt immer noch mit Jesus reden. Er ist immer noch da, auch wenn ihr nicht sehen könnt oder anfassen könnt. Ihr könnt ihm immer noch eure Sorgen und eure Bedenken mitteilen und einfach, Jesus ist euer Freund und er wird immer da sein. Und
Ich denke, vielleicht geht es ja einem von euch auch so. In der Corona-Zeit ist es einfach schwierig. Man fühlt sich manchmal alleine und verlassen. Man kann sich nicht mehr mit seinen Freunden treffen oder seine Großeltern regelmäßig sehen, nicht mehr in die Schule gehen. Und da fühlt man sich manchmal einfach allein. Aber ihr sollt wissen, dass Jesus euer bester Freund ist und egal was passiert, auch wenn ihr nicht seht oder dass ihr nicht anfassen könnt, ihr könnt immer mit ihm reden. Und genau das machen ja dann auch die Jünger. Sie beten zu Jesus. Sie beten zu Gott und merken dadurch auch, wie sehr er sie liebt und dass er einfach immer da ist. Und genau das können wir jetzt mal gemeinsam ausprobieren. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du bei jedem Einzelnen daheim bist und wir gemeinsam diesen Kindergottesdienst feiern können. Wir danken dir, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht sehen können oder berühren können, nicht anfassen können. Wir danken dir, dass wir trotzdem deine Liebe spüren und wir dir trotzdem alles erzählen können. Du weißt, wie es uns geht in der Corona-Zeit. Du weißt, dass wir oft Angst haben oder nicht mehr unsere Freunde treffen können, nicht mehr so spielen können, wie wir sonst mit unseren Freunden gespielt haben, sondern immer Abstand halten müssen. Und wir bitten dich, dass du dafür eine Lösung findest. Sei du bei uns. Amen. Bei diesem Lied teilt ihr euch in den Familien in zwei Gruppen. Die erste Gruppe singt Halleluja, Halleluja mit mir und die zweite Gruppe singt mit der Angelika Amen. Sonntag und eine schöne Woche und versucht doch einfach mal immer öfter mit Jesus zu reden und ihr werdet sehen, ihr werdet spüren, dass er bei euch ist, dass er euch liebt und so einfach gut durch die Woche gehen. Tschüss!